Ja, moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge von LS17, dem Landwirtschaftssimulator. Ja, in dieser Folge würde ich gerne mal auf die Schafe und auf die Kühe mal ein bisschen eingehen. Ja, das ist auch wahrscheinlich die letzte Folge von der Tutorial-Reihe im Seasons. Ich habe ja am Anfang schon ein bisschen erklärt, ne, mit Feldbestellungen und die Ernte, ein bisschen was dazu gesagt, Bäume, Schweine und so weiter, habe ich alles mal noch schon mal ein bisschen was dazu gesagt. Und heute wollen wir mal die Schafe und mal ein bisschen auf die Kühe eingehen. Ja, die Schafe, da brauchst du, ja, da brauche ich auf jeden Fall nicht so viel zu sagen. Schafe brauchen ja halt nur Gras und Wasser, ne? Mehr brauchen die ja hier nicht. Und ja, hier kann man auch nicht viel falsch machen. Und das Einzige, wo man halt drauf achten muss, ist die, wenn man die Wolle verkaufen möchte. Oder wo haben wir sie denn? Die Wolle. Ja, dass man die Wolle dann ja im Frühjahr dann halt verkaufte, ne, zum höchsten Preis, ne? Das ist das Einzige, wo man mal drauf achtet oder achten muss, ne, dass man die Wolle dann dementsprechend im Frühjahr dann verkauft, weil da bekommt man das meiste Geld. Mit dem Futterberechnung, ja, da, ich habe das halt so drinne, ne, ich spiele ja schon den LS17 mit dem Season Mod schon viele Jahre, ne, also viele Jahre jetzt im Spiel, ne, und da habe ich dann schon meine Erfahrungen damit, ne, jetzt zum Beispiel bei den Schafen haben wir jetzt zurzeit 30.000 Liter drinne, das ist jetzt die Hälfte raus, müssen wir noch mal 30 dazu rechnen, 60.000 Liter alle 3 Tage im Herbst. Und da können wir auf jeden Fall im Winter fast das Doppelte rechnen. Also 60.000, fast 60.000 Liter alle 3 Tage. Ja, die Kühe brauchen natürlich auch Gras, aber nicht im Winter, aber da komme ich gleich zu. Nee, wie gesagt, brauchen wir 60.000 Liter, fast das Doppelte im Winter. Und wir haben jetzt nur noch 169.200 Liter. Haben wir nur noch Gras im Lager und das wird auf definitiv nicht reichen bis nächstes Jahr. Heu ja, das ist da haben wir noch reichlich, aber Gras, da fehlt noch ein bisschen was. Da müssen wir wahrscheinlich noch, wahrscheinlich nicht, aber da müssen wir auf jeden Fall noch was ernten. Aber ob dies das die Zeit zulässt, ist eine andere Frage, denn weil wir haben ja noch ein bisschen was zu knüppeln. Ein Weizenfeld muss noch geerntet werden. Und dementsprechend das Stroh noch aufgesammelt werden und auf das andere Feld ist ja schon abgeerntet, das Weizen oder beziehungsweise der Weizen und ja, das Stroh muss da auch noch eingesammelt werden und dann muss noch gegüllt werden, Mist müssen wir fahren und Feldbestellungen, ne? Also Feldbestellungen ist sehr sehr wichtig. Die Feldbestellungen würde ich gerne dieses Jahr noch machen wollen oder noch dieses Jahr noch schaffen wollen. Weil wenn es nicht der Fall ist und ich kann die Felder erst im Frühjahr bestellen, dann zögert sich das mit der Ernte dann wieder weiter hinaus und das ist ein bisschen schlecht. Ne? Das sieht man ja jetzt eher in diesem Jahr. Wenn ich jetzt die ganzen Weizenfelder und Rapsfelder und so weiter schon letztes Jahr im Herbst bestellt hätte, dann wäre ich schon längst mit der Ernte durch. Ne? Dann wäre das schon längst alles gegessen gewesen. Nur dann hätte ich mich auf den Mais konzentrieren können und auf die Heu- und Grasernte konzentrieren können. Ne? Aber so kommt jetzt alles auf einmal. Ne? Jetzt kommt alles auf einmal und das ist ein bisschen schlecht. Ne? Und da besteht natürlich die Gefahr, dass was liegen bleibt oder beziehungsweise dass man was nicht schafft. Da muss man erstmal gucken, was das Beste überhaupt ist. Ja, hier muss man dann halt wahrscheinlich Prioritäten setzen. Was das für Prioritäten sind, werden wir dann auf jeden Fall in den nächsten Stream mal schauen. Also ich gehe mal davon aus, dass ich nicht alles schaffen werde. Wir haben jetzt nur noch 2 Tage im Herbst und dann war es das. Na, dann steht der Winter an und im Winter, ja, im Winter kann man halt nicht ernten. Ist so. So,
Ja, wie gesagt, brauchen die halt nur Gras, ne? Heu kann man die Schafe auch geben, aber mache ich grundsätzlich nicht, weil ich das meiste Heu für die Kühe brauche, für die Futtermischration. Daher fütter ich die Schafe nur mit Gras. Ne? Ja, wie gesagt, ist nichts Weltbewegendes. Ne? Wie gesagt, Gras, Wasser und dann war es das. Ne? So, anders sieht es natürlich dann bei den Kühen aus. Wie gesagt, da brauchen sie auch Gras. Ja, habe ich ja eben auch schon gesagt, dass sie Gras brauchen. Das Gras ist jetzt auch leer. Müssen wir wieder was füttern. Gras fütter ich im Winter gar nicht. Also das bringt nämlich nichts, weil der Grasmangel wird im Winter simuliert. Ne? Das heißt, im Winter kann man eh nicht kein Gras ernten. Ne? Und deswegen wird der Gasmangel dann im Winter simuliert. Das bedeutet, ich habe das ja mal ausgetestet. Ich habe trotzdem mal einen Winter komplett Gras gefüttert bei den Kühen. Bringt aber nichts. Da bekommt man weder mehr Milch noch weniger Milch. Also das bringt nichts. Ne? Das ist ja aufgrund dessen so, dass der Grasmangel ja im Winter simuliert wird. Ne? Deswegen bringt das nichts. So, ja, bei dem Futtermischrationen, ja, die Futtermischration zeige ich euch nochmal. Ganz am Anfang habe ich ja diesen kleinen hier gehabt, diesen fahrbahn hier, ne, Selfline, kompakt. Da war es damals so ein Strohballen, ein Strohballen, ein Heuballen und Restsilage. Ne? Das war dann damals bei dem so. Ne? Den nutze ich hier gar nicht mehr, weil die brauchen so viel Silage, also beziehungsweise so viel Futtermischration. Wenn man jetzt mit dem Kleinen hier anfangen würde, ja, da ist man bis Ultimo am Gange. Ne? Das bringt nichts. Weil irgendwann möchte man ja auch damit fertig werden. Und die hat ja wahrscheinlich auch nur eine Kapazität von 13.000 Liter. Ne? Und wie gesagt, der Dings ist jetzt leer hier, also der Futtertrog, ne, fast leer. Und da gehen ja 3, 4 oder 5 Ladungen rein. Im Winter gehen da noch mehr rein. Ne? Und deswegen lohnt sich dann halt nur mit dem Großen jetzt zu arbeiten. Ne? Weil ist ja sowieso jetzt, die Zeit ist sowieso knapp. Ne? Zeit hat man sehr, sehr wenig hier, ne? Gerade wenn man dann allein auf der Karte ist. Und dementsprechend lohnt sich das nur hier mit dem Großen zu arbeiten. Futtertechnisch ist 27% Stroh. Ne? Ich habe das ja jahrelang, oder beziehungsweise 2 oder 3 Jahre lang habe ich das ausgetestet. Und das ist die beste Futtermischration, die ich jetzt hier machen werde. Da 27% Stroh, dann bis 64% Heu. Und der Rest wird mit Silage Silage zugegeben. Ne? Das ist die perfekte Futtermischration. Also 64%, jawohl, und jetzt der Rest Silage. Ne? Ich mache mal das Hilfefenster an, dann könnt ihr das mal sehen, wie das dann aussieht. So. Ne, also 27% Stroh, 64% Heu und der Rest Silage. Ne, das ist die perfekte Futtermischration. So, ich habe das jetzt, ich habe wie gesagt, ich habe das über Jahre hinweg habe ich das getestet. Ich habe ein Jahr mit der Futtermischration gearbeitet, habe ich dann ein Jahr geguckt, was produzieren die Milch. So, im nächsten Jahr habe ich eine andere Futtermischration genommen, wieder ein komplettes Jahr durch. Wieder geguckt, was produzieren die an Milch, ne? Und im dritten Jahr wieder eine andere Mischration. Immer so weiter, ne? Und mit der Mischration, ja, das ist die Mischration, wo ich sage, die Kühe produzieren da am meisten Milch mit, ne? So, wie gesagt, da geht jetzt ungefähr 3, 4 oder 5 Ladungen rein. Und im Winter gehen da noch mehr rein. Ne? Also das ist unvorstellbar, was die hier an Futter brauchen. Gut, bei der Menge an Kühen ist es ja auch kein Wunder. Wir haben, glaube ich, fast 700 Kühe.
und ja, da geht ordentlich was rein, ne? Stroh auf Stroh sowieso, ne? Ja, wie gesagt, die wie viel ich brauche an Futter, das habe ich so im Kopf, sage ich mal. Ja, da habe ich ein Gefühl für, ne, sage ich mal. Das kann man auch hochrechnen über das ganze Jahr, kann man auch machen. Ja. Da müsste man sich die ganzen Rationen in den einzelnen Jahreszeiten aufschreiben, ne, wie viel die dann im Frühjahr verbrauchen, im Sommer verbrauchen, im Herbst und im Winter verbrauchen. Da müsste man sich dann alles aufschreiben. Oder beziehungsweise die Anzahl der, also zumindest auch die Anzahl der Dings aufschreiben, wie viel Ladungen reingehen in den verschiedenen Jahreszeiten. Ne? Zumindest das solltet ihr dann auch auf jeden Fall aufschreiben, so dass ihr dann halt wisst, oder beziehungsweise so könnt ihr das dann halt hochrechnen, ne, auf das ganze Jahr. Was brauche ich an Silage? Was brauche ich an an Heu? Ne, und was brauche ich an Stroh? Ne? Weil die Rationen beziehungsweise die Mengen, die bleiben ja gleich, ne? 27% Stroh, ne? 64% Heu und der Rest Silage, weil die Ration, die Menge bleibt ja gleich, ne? Die Rationenmenge, die bleibt ja gleich, ne? Da müsste man müsste dann halt nur noch aufschreiben, wie viel Anhänger brauche ich im Frühjahr, ne? Wie viel Anhänger davon brauche ich im Sommer, wie viel brauche ich im Herbst und wie viel brauche ich im Winter. Ne? Und so könnte das dann halt auf das ganze komplette Jahr hochrechnen, ne? Was brauche ich an Stroh, was brauche ich an Heu, was brauche ich an Silage. Ne? Und bei dem Gras ist genau dasselbe. Ne? Da, ja, wie gesagt, fütter ich überhaupt kein Gras mehr. Das bringt sowieso nichts, das kann ich mir dann halt sparen. Ne? Im Frühjahr geht das dann wieder los mit dem Gras bei den Kühen. Ne? Da brauchen sie ein bisschen weniger, am meisten brauchen sie im Sommer, dann im Winter, im Herbst brauchen sie ein bisschen weniger und im Winter gar nicht, überhaupt kein Stroh, überhaupt kein Gras. Ne? Und Stroh, ja, Stroh kann man dann auch hochrechnen, ne? Ich habe die Zahlen so weit im Kopf, also ich jetzt im Herbst gehen da 60 oder 5 oder 70.000 Liter, gehen wir mal von 70.000 Liter aus, ne? Stroh im Herbst, ne, alle 3 Tage, und im Winter können wir dann auf jeden Fall das Doppelte rechnen, 140.000 Liter alle 3 Tage Stroh, ne? Dann geht es im Herbst wieder runter auf 70.000 Liter. Und dann im Sommer, dann ist es am wenigsten mit ca. 25.000, 30.000 Liter Stroh. Ne? Und so kann man dann halt sehen, was ich im Jahr brauche. Ne? Wie viel Stroh ich brauche im Jahr für die Kühe. Nur zum Einstreu jetzt. Ne? Ne? Weil das für die Futtermischration muss man dann separat noch mal ausrechnen und dann dementsprechend dann hochrechnen. Ne? Wie viel man dann für die Dings braucht. Aber sollte man mit dem Stroh nicht auskommen, ne, dann mache ich das immer so, dass ich auf den Einstreu verzichte und das restliche Stroh nur für die Futtermischration benötige. Oder, ne, also ich nehme dann halt das restliche Stroh nur für die Futtermischration. Weil ihr seht ja da oben, die Gesundheit, die ist jetzt stark runtergegangen, weil wir ja auch letztens ja keine Silage mehr hatten. Wir hatten zwar Stroh und Heu, aber keine Silage. Ne? Fehlt alle, da braucht nur ein Element fehlen, dann ist Feierabend. Ne? Dann kann man keine Futtermoderation mehr herstellen. Ne? Und ja, wie gesagt, ja, ist stark runtergegangen auf 38%, ne? Das ist, war ja noch tiefer unten. Ich glaube bei 32 oder 31% sind wir stehen geblieben.
Und das hat natürlich fatale Folgen, ne? Erstens kommt da viel sehr, sehr wenig Milch nach, ne? Die produzieren sehr wenig Milch dadurch. Und dann ist doch natürlich die Fortpflanzung beeinträchtigt, ne, bei den Kühen. Also kommen weniger Kühe nach, ne? Das kommt noch dazu. Ne? Und halt kommen weniger Gülle und weniger Mist dann auch nach. Aber das spielt da keine Rolle. Ich habe ja so viel Gülle und Mist, ich weiß ja gar nicht mehr, wohin damit. Um dann das wieder aufrechtzuerhalten auf 100% zu bringen, muss man halt die Kühe dann halt ja, zumindest die Futter, was das Futter angeht, auf jeden Fall muss man alles da haben über das ganze Jahr. Wenn ein Streu fehlt, das ist nicht so dramatisch, ne? Wenn ein Streu fehlt, geht die Gesundheit 5 oder 10% runter, mehr ist das nicht. Ne? Wichtig ist nur, dass Gras, Gras da ist, Silage und Kraftfutter, also die Futtermischration über das ganze Jahr. Das ist wichtig. Ne? Wenn jetzt Einstreu wenn man auf Einstreu jetzt verzichtet würde oder verzichten würde, ist es nicht so dramatisch. Ne? Anders wäre natürlich auf der neuen Karte, die wir jetzt angefangen haben, wenn wir so eine Situation hätten, wie jetzt der Fall war vor kurzem, dass keine Silage da ist. Würde dramatische Folgen haben. Ne? Gerade dann, wenn man neu auf der Karte anfängt, auf schwer und mit den Season Mod gleich mit reinnimmt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr verheerend. Ne? Gerade dann, wenn man auf das Geld angewiesen ist. Ne? Jetzt zum Beispiel die Einnahmen der Milch. Ne? Wenn man da drauf angewiesen ist und man muss feststellen, dass das Futter nicht ausreicht für das ganze Jahr und dass man dann halt weniger Milch bekommt für den Verkauf, dann kann das dramatische Folgen haben. Ne? Das kann dann so weit führen, dass man es ins Minus rutscht, sage ich mal. Weil das, wie gesagt, wir haben ja auf der neuen Karte mit 9-Tage-Rhythmus jetzt gestartet, ne? Also gleich mit 9-Tage-Rhythmus mit rein. Ne? Und das Jahr ist ja mit 36 Tagen sehr lang. Ne? Und das Ganze macht das ja so schwierig. Ne? Und umso genauer muss die Futterplanung dann sein. Aber auf der neuen Karte, wo wir dann angefangen haben, die Goldquest, bis da Kühe kommen, das dauert. Das dauert. Da werden wir erstmal nur mit Schweine anfangen. Ja, und weil die Fläche haben wir ja noch gar nicht, um das Ganze zu ernten. Ne? Was dann halt die Kühe brauchen und die Schweine. Ne? Wir könnten zwar mit Kühe auch anfangen, ne? Aber auf der neuen Karte könnten wir auch mit Kühe anfangen, aber das ist ein bisschen zu teuer und aufwendig, weil wir brauchen ja so viel Equipment. Wenn man hier, wir müssen ja Silage machen, wir müssen Gras machen, ne, wir brauchen Heu und so weiter, ne, das ist ein bisschen aufwendiger, ne. Einfacher ist es, wenn wir mit Schweine anfangen auf der neuen Karte. Das ist ein bisschen einfacher, ne. Schweine vermehren sich recht schnell, ne, das ist schon mal der erste Vorteil, ne. Und da kann man dementsprechend dann auf jeden Fall jedes Jahr oder alle 2 Jahre, je nachdem, wie weit man mit dem Futter auskommt, dann die Schweine verkaufen. Ne? Also da verdient man richtig Kohle mit, auf jeden Fall. Und deswegen werden wir dann auf der neuen Karte mit Schweine anfangen. Ne? Ja, so werden wir das machen. Ja, die Silage brauche ich kompletten Bunker für das ganze Jahr. Ne? Ihr seht schon, der halbe Bunker ist jetzt schon leer. Ne? Und davon wird bis zur nächsten Ernte nichts mehr übrig bleiben. Das wird alles verbraucht sein bis nächstes Jahr. Und ja, das wird auf jeden Fall von Jahr zu Jahr mehr. Ne? Nicht so viel, aber ja, also jedes Jahr immer ein bisschen etwas. Ne? Weil die Kühe vermehren sich ja am langsamsten. Ne? Aber auf jeden Fall wird das von Jahr zu Jahr mehr. Ne? Es gab mal eine Zeit, da hat die Hälfte des Bunkers mal ausgereicht für das ganze Jahr. Ne? Und jetzt sind wir mittlerweile schon beim ganzen Bunker, also fast einen kompletten Bunker voll, was wir dann übers Jahr brauchen. Ne? Und ich sage mal, bei 1000 Kühe, sage ich mal,
Da bräuchte man auf jeden Fall fast einen kompletten ganzen Bunker, also kompletten Bunker voll und ein Viertel oder Dreiviertel noch dazu von einem anderen Bunker. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das kann man dann halt auch ausrechnen über das ganze Jahr, wie viel Futter man dann halt benötigt. Ne? Ja, aber ich rechne das nicht aus. Ne? Ich habe das früher mal gemacht, aber jetzt nicht mehr, weil ich das hier alles im Kopf habe. Sag ich mal, die Mengen, also die Menge an Stroh, die ich brauche, die Menge an Heu, die ich brauche, die Menge an Silage, die ich brauche, die habe ich alles so im Kopf, sag ich mal. Ne? Ja, ne? Da kriegt man von der Zeit, mit der Zeit so ein Gefühl für. Ne? Mit der Zeit braucht man da gar nicht mehr ausrechnen. Ne? Da hat man einfach das Gefühl dafür. Ne? Ja. Ja, was mehr gibt es ja auch hier nichts zu sagen, ne, für die Kühe und die Schafe, weil, wie gesagt, ich wollte einfach nur mal auf die Kühe und die Schweine mal ein bisschen auf die Kühe und die Schafe mal ein bisschen eingehen. Ne, ja, wie gesagt, mehr ist auch hier nichts zu sagen. Aber gut, Wasser brauchen sie auch, ne, ist logisch, ne, und ja. Jetzt wichtig ist, dass wir jetzt mit der Gesundheit erstmal wieder vorankommen, dass die Gesundheit auch 100% ist, ne. Wie gesagt, jetzt ist es noch nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, mit 28,7 Millionen, da können wir immer zur Not auf andere Sachen zurückgreifen oder beziehungsweise bei den Schweinen zum Beispiel ist das ja so, da können wir Fertigfutter kaufen, das ist ja kein Problem, ne? Das Geld haben wir ja dafür, aber auf der neuen Karte, da ist mit Fertigfutter überhaupt nicht zu rechnen für die Schweine, ne? Also das funktioniert nicht. Ne? Das werdet ihr dann auch mit der Zeit sehen. Ne? Wenn wir in so einer Situation kommen sollten, wo wir dann mit dem Schweinefutter, beziehungsweise mit dem Futter der Schweine nicht auskommen sollten auf der neuen Karte, werdet ihr das dann sehen. Ne? Es kommt immer darauf an, wann das Futter ausgeht. Ne? Wenn es kurz vor der Ernte ausgeht und wir haben vor der Ernte, sag ich mal, 2, 3 Tage bis zur nächsten Ernte, dann könnte man sagen, komm, denn für die restlichen 2, 3 Tage bis zur nächsten Ernte könnten wir Fertigfutter kaufen. Sobald das, wenn das Geld reicht, sag ich mal, ne? Also wenn das Geld nicht reicht, dann haben wir Pech gehabt, ne? Und wenn das Geld reicht, dann kann man dann sagen, komm, die restlichen 2, 3 Tage bis zur nächsten Ernte kaufen wir Fertigfutter für die Schweine, ne? Und dann, sobald die nächste Ernte eingefahren ist, dann wieder regulär. Ne? Aber wenn da zu lange Zeitspanne dazwischen ist, dann kann man das mit dem Fertigfutter sowieso vergessen. Es sei denn, man hat die nötige Kohle auf dem Konto, so wie jetzt. Ne? Aber da war ja auf der neuen Karte, heute, was wir die neu angefangen haben, ist damit Fertigfutter auf längere Zeit nicht. Ja, kann man auf jeden Fall vergessen. Kann man knicken. Ne? Das kann man sich nicht leisten. Ja, wie gesagt, das wollte ich noch mal jetzt gesagt haben, oder beziehungsweise wollte ich mal mit auf die Kühe und auf die Schafe eingehen und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie was, wie wo was funktioniert und wie man das ausrichtet über das ganze Jahr. Ne? Aber wie gesagt, ihr habt dann, je länger ihr das macht, umso besser ist das Gefühl dafür, ne? Besser bekommt ihr dann halt das Gefühl. Da braucht ihr dann irgendwann, braucht ihr das nicht mehr ausrechnen. Da habt ihr das im Kopf. Ne? Das Gefühl kommt dann nach und nach. Ne? Also ich brauche es nicht mehr. Ne? Nur ganz, ganz selten, dass ich mal was ausrechnen muss. Ne? Aber in der Regel habe ich das so im Kopf alles. Ne? Gut, ja. Dann war es das erstmal hier mit diesem Video. Ne? Ja, dann haben wir das die Seasons-Reihe damit komplett. Und ja. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ne? Falls euch das gefallen hat, dann ja, könnt ihr auch gerne einen Like da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und ja, dann werden wir uns dann in den nächsten Streams wiedersehen. Und ich verabschiede mich erstmal hier an dieser Stelle. Euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.